Moin moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Partie in FIFA 18 mit mir, dem Playgesteuer und dem Spiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Hier zu Hause im Signal Iduna Park, in Anführungsstrichen. Also irgendwie, ich bin immer noch nicht drüber hinweg, dass die dieses Stadion einfach nicht da drin haben. Naja, sei es drum, wir spielen Platz 1 gegen Platz 16, Leipzig da, wo sie hingehören. Habt ihr nicht von mir gehört. Gucken wir mal, was diese Partie so für sich verspricht oder was sie hält, was sie verspricht, was sie... Ich weiß nicht mehr. Beste Vereine Abwehr. Jawohl, Mann. Platz 1. Mit 3 Gegentoren gerade mal. Witzigerweise haben wir ausgerechnet gegen den HSV 2 davon kassiert. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Man weiß es nicht. Aber jetzt gilt's. Wir möchten halt den HSV, sag ich schon, hier Leipzig auch ordentlich mal einen einchecken. Ganz kurze Info zur Personalie. Marco Reus ist zurück. Linker Flügel heißt rausgewechselt. Ich hatte ja in der letzten Partie Kluivert drin. Der ist jetzt wieder in der Reserve. Philipp ist auf der Bank. Hat da Platz genommen und dann gucken wir mal, was sich so ergibt. Werden wir sicherlich noch die Chance haben. Vielleicht auch mal Sancho oder so. Das ist ja immer so meine Hoffnung, dass ich da ein bisschen den Nachwuchs hier ein bisschen pushen kann. Und ja, mal Leipzig. Vogo kenne ich nicht. Compare, wer kennt nicht? Upamecano, Bernardo, das ist alles nichts Neues. Demme und Keita, okay. Bruma, Castellejo, wer auch immer das ist. Werner und Sabitzer, die kennt man beide. Ansonsten, was haben sie dann? Heistenberg, Forsberg, Augustin oder Augustin, Klostermann, Bibla. Sei es drum. Guck mal, dass wir hier den Dosen, den Deckel öffnen. Es ist wieder eine neue Session, nur so zu einem kleinen Randnotiz. Heißt, könnte durchaus sein, dass sich ein bisschen was tut bei mir wieder reinkommenstechnisch. Und drin ist das Ding. Mario Götze haut einen drauf. Was macht er denn da? Spielt der Querflöte? Ja. Geschmeidiger Anfang, würde ich sagen. Schön von hier Aubameyang quer. Oh, das war ein Tunnel. Der ging zwischen die Beine. Habt ihr das gesehen? Nicht Upamecano, sondern der andere da hinten ist es. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Ich habe den Namen gerade eben vorgelesen. Ich weiß, ich habe schon wieder vergessen. Sei es drum. 1:0 für den BVB hier gegen die Leipziger. Gucken wir mal, dass wir hier nachlegen können. Und ich möchte ja endlich mal wieder Aubameyang, dass der wieder ein bisschen trifft. Der hat so die letzten Spiele ein bisschen eine kleine Flaute drin. Wie auch in Realität. Weiß man nicht warum. Ist halt so. Nix da. Marc Bartra dazwischen mit seinen langen Stelzen. Oh, erstmal weg damit von Ober. Kann man machen. Da kommt der Pass auf außen. Haha. Lump du. Goretzka. Und direkt zurückgespielt. Jetzt vielleicht der BVB. Ah, schade. Vogo. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer, wo der herkommt. Ich kenne ja bisher nur den Gulacsi. Den Allgäuer Latschenkiefer. Aber ich habe wirklich null Schimmer, wo dieser Mvogo herkommt. Also er klingt irgendwie so afrikanisch. Etwas die Richtung vielleicht. Weiß man nicht genau. Und uiuiui, Oba knapp am Kasten vorbei. Beziehungsweise knapp am Türchen vorbei. Ecke Mario Götze. Ja, die war jetzt nicht sehr gewinnbringend, muss man einfach so sagen. Ja, schön, Marc. Ball vorne gehalten. Und drin ist die Bude. 2:0. Schöne Vorlage hier von Rafa Guerreiro. Und Goretzka mit dem Köpfchen zur richtigen Zeit am richtigen Örtchen. Schöner Chip da rein und dann ins kurze Eck. Da sieht der Keeper nicht gut aus. Aber das Thema haben wir ja gerade beim BVB schon
ja, immer wieder wird der Bürki immer hart kritisiert, oder wurde sehr hart kritisiert, aufgrund dieser zwei Gegentore, die wir da in Tottenham unter anderem bekommen haben, oder ich glaube in Madrid war es ähnlich, also, oder beziehungsweise nicht in Madrid, sondern gegen Madrid war es ähnlich. Aber so ist es halt, ja. Muss man mit klarkommen. Gar nicht mal so unknapp, möchte ich sagen. In den Mann rein. Komm her. Nix da. Sabitzer. Dass ich nicht lach. Topspiel, haben sie gesagt. Komm nach Dortmund, da kannst du gegen Leipzig richtig raushauen, haben sie gesagt. Ja, ja. Und jetzt Marco Reus auf dem Weg nach vorne. Hängt hier irgendein Spieler ab. Ich habe absolut keine Ahnung, wen. Ah! Ich habe es gesehen, aber ich war zu schnell. Ich konnte nicht ausweichen. Nein! Da hatte ich gehofft, dass ich mit Reus dann dadurch vielleicht auch den Ober nochmal in Position bringen kann. Hat sich leider nicht ergeben. Aber so ist es halt. Das war nicht unknapp, möchte man sagen. Das könnte eine Gelegenheit werden. So, jetzt ganz ruhig. Das sage ich ja, ganz ruhig. Jule! Oh, er hängt ihn ab. Habt ihr das gesehen? Jule, der Sprinter. Okay, das hätten wir vielleicht besser machen können. Hätte aber auch schlechter laufen können. Aha. Okay, man merkt es mir vielleicht ein bisschen an, dass ich da zwanghaft versucht habe, Ober jetzt ins Spiel zu bringen. Hat nicht ganz funktioniert. Also, es hat in dem Sinne nicht ganz funktioniert, als dass er halt... Oh oh. Einem Marc Bartra kann man so leicht nicht entkommen, liebe Freunde. So, Kimmich mit viel Raum. Kann hier Jarmolenko schicken. Sehr gut. Kann er auch den Chip beispielen? Er hätte ihn spielen können, kann er aber doch nicht so präzise. Wie Guerrero liegt vielleicht daran, dass sein rechter Fuß einfach für nichts zu gebrauchen ist. Also ein Wunder, dass er auf dem stehen kann. Muss man einfach so sagen. Schade eigentlich. Oh, was war das denn? Klassischer Rohrkrepierer, hä? Und jetzt schnell. Ah, ärgerlich! Na, wie viel gibt's? 2 Minütskins? Das reicht für ein Tor. Oh, oh, Papa ist sehr weit vorne. Lass das mal den Papa machen. Okay, kein Törchen. Kein Törchen. Aber wir führen doch geschmeidig mit 2 zu 0 gegen einen vermeintlichen Titelanwärter, zumindest wenn man nach der Tabelle in Real Life geht. Aber wir wissen ja, nur hier zählt es wirklich. Bayern gegen Freiburg haben noch nicht gespielt. Ich glaube, die München haben einfach Angst vor Freiburg. So sieht es nämlich aus. Berlin 1-1 gegen Schalke. Okay, Hannover 0-0. Hoffenheim 4-2-0 gegen Augsburg. Es ist nicht schlecht. Und Stuttgart 0-0 gegen Köln. Kann man machen. So, wir haben jetzt übrigens ziemlich harte Wochen vor uns. Im nächsten Spiel wartet schon ein Klassiker, kann man schon fast sagen, gegen Real Madrid in der Champions League. Das wird schon das wird ein ziemlicher Brocken. Oh, brutal! Runter mit dem! Hey, Schiri, was ist da los? Karte, heute Videoschiedsrichter. Hopp, wo ist der Videoschiedsrichter? Der muss es zeigen. Das war ein brutales Einsteigen. Ohne Chance auf den Ball. Zack. Seht ihr da? Widerlich. Widerliches Verhalten. Muss man einfach so sagen. Ich passe mal so kurz und knapp, ja, weil es so schön war. Ah. Ja. Was mit den Freistößen? Das funktioniert bei mir noch nicht so ganz. Oh, oh. Da ist viel Platz. Aber ohne mich. Habe ich aufgepasst. Weil ich ein Schlitzohr bin.
Borussia Dortmund könnte wohl auf dem Transfermarkt aktiv werden. Es gibt gerüchteweise ein Angebot geschickt. Ja, Jan Fiete Arp ist weiterhin bei uns im Gespräch, allerdings nur als Laie diesmal, weil wir den Spieler an sich noch nicht holen können, kaufen können. Ja. Ich bin ja erst gewechselt zum HSV, da bleibe ich doch lieber noch ein Jährchen oder so. Pff. Flinze. Der Mann hat keine Ahnung, hat er. So sieht es mich aus. Mario Götze jetzt. Oh, Mario, das war nicht sehr klug. So, Goretzka hat ein bisschen Raum, aber leider nicht genug. Jetzt hat er viel Raum. Und Jarmolenko hat noch mehr Raum. Schade. So, wir haben den ersten Wechsel. Wo gibt's denn hier Action? Ich würde sagen, das können wir machen. Doch, das können wir machen. Hier Mutter Hut. Ich hoffe noch ein bisschen, dass der... Ah, traumhaft. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich lieber... Boah. Ob ich lieber Sancho oder Pulisic ranholen soll fürs Training. Oh, jetzt gibt's Abschlag. Schade. Hätte ja mal sein können, dass wir da nochmal eine Ecke rausholen können. Aber das hat zumindest Zeit gebracht. Das ist alles easy. Alles gut. Bald ist es soweit. Die nächste Champions Cup-Begegnung für Borussia Dortmund. Dann geht es. Ja, und das zählt gleich doppelt und dreifach. Madrid hat schon einen Sieg. Leider. Und Ober! Jawohl! Macht er ihn! Ober! Er ist zurück! Gegen Leipzig versenkt er das Ding. Mit Vorlage von Moderhut und dann war es einfach nur eine Formsache. Wie wir wissen, ist das ein Problem. Ach, Piszczek könnte mal rein für Kimmich. Ja, das wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich habe jetzt leider den Moment verpasst zum Wechsel. Wir sind in der 65. Minute, also von dem her. Mit etwas Dusel können wir hier dann die Partie auch gleich abschließen. Ah, schafft er den Ball rüber? Herrlichst. Ah! Das war jetzt nicht der smarteste Move. Vielleicht muss ich auch ein bisschen überlegen, mal Reus nochmal rauszunehmen für die Partie. Ich möchte da einfach nichts riskieren. Und wir wissen ja, Reus ist ja von der Person her einer der gefährdetsten. Was diese ganz ekelhaften langen Verletzungen angeht. Ah, schade. Nicht getroffen. Grimaldo für Kimmich. Ja, wieso nicht? Und dann würde ich sagen, jetzt machen wir noch den letzten Wechsel, bevor das nämlich in die Hose geht. Wir bringen Reus nochmal raus und ich bringe Sancho rein. Wir führen doch relativ sicher. Und dann kann man das mal machen. Ich möchte kein Risiko eingehen. Jadon Sancho soll noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Und Step by Step wird wahrscheinlich Pulisic Jarmolenko in Bedrängnis bringen. Und da müssen wir einfach gucken, was sich so ergibt. Ja, was sich so ergibt. Kann man mal machen. Ah, war der abseits? Ah, schade. Schade, 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 schade. Es war knapp. Da hat er kurz einen Zucker drin gehabt. Sonst hätte es geklappt. Und am Ende war es selber sogar noch knapp. Also, mit etwas Dusel hätte es auch klappen können. Aber sei es drum. Er wird seine Chance noch bekommen. So noch nicht und so erst recht nicht. Ansonsten haben wir jetzt eben nochmal schöne englische Wochen. Jetzt eben im nächsten Spiel gegen Real Madrid. Und danach wird es nochmal Kosovo Bundesliga gegen, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube Eintracht Frankfurt ist es. Und nach Frankfurt steht schon wieder das nächste Pokalspiel an. Hier gegen Hoffenheim.
Das heißt, wir haben schon einige interessante Spiele jetzt, die noch kommen werden in naher Zukunft. Und dann gucken wir mal, wo wir stehen. Schön gemacht. Gut gemacht. Also ihr seht, die Fans sind voll da. Und jetzt können wir hier Sancho nochmal schicken. Ah, schön. Mit Vorlage von Sancho und der Hut macht das Ding durch. Wunderbar gemacht. Das lupt. 4:0 gegen die gegen den Brause-Club. Da sollte man ein bisschen mehr von der eigenen Marke trinken, hä? Dann läuft's. Oh. Sancho klaut die Pille. Scheiße. Aubameyang ist mir da ein bisschen davon gerannt. Das war ein bisschen ärgerlich. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er da ein bisschen langsamer macht, dass ich den nochmal querlegen kann. Aber den Gefallen hat mir Ober nicht getan. Nichtsdestotrotz. Er ist ein junger Spieler. Sehr junger Spieler. Oh, die zu null bleibt zumindest. Die Null bleibt stehen. Aber jetzt ist es vorbei. Wir schlagen RB Leipzig mit 4. Mein Gott, was habe ich denn heute für ein Gedächtnis? 4:0. Ich glaube zumindest. Heißt, wir sind gut vorbereitet. Wir haben im letzten Spiel Augsburg deutlich geschlagen. Jetzt haben wir Leipzig deutlich geschlagen. Jetzt geht's mit breiter Brust, wie es immer so schön heißt, nach Real Madrid. Nach Madrid. Also kommen die nicht zu uns sogar? Wir werden sehen. Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Falls ihr könnt in dem Video notfalls nochmal zurückgucken. Oder euch genauso wie ich mich überraschen lassen. Guck mal hier nochmal. Schöne Übersicht hier von Aubameyang. Leg quer auf Mario Götze, der das Ding einfach reinschiebt. Der wird auch so langsam immer besser bei uns. Kommt immer mehr in Form. Götze legt hier auch schön auf Ober ab. Aber von dem her. Ja, da haben wir schon eine richtig schicke Mannschaft zusammen. Ansonsten, ich bedanke mich bei allen natürlich beim Zuschauen. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben von euch freuen. Genauso wie ein Abonnement, wenn das nicht sogar schon erledigt ist. Ansonsten, ich mache jetzt noch ganz kurz die Trainingssessions durch und wir sehen uns beim nächsten Spiel gegen Madrid. Bis dahin, macht's gut. May the fun be with you.